dieses Zusammenspiel. Die 12. Mediendozentur an der Universität Tübingen. In der vollbesetzten neuen Aula spricht die Chefredakteurin der Wirtschaftswoche, Miriam Meckel, über die Berechenbarkeit des Menschen in Zeiten der Digitalisierung. Hat beschrieben, dass wir immer stärker darauf angewiesen sind, dass Daten, die über uns im Netz vorhanden sind, durch Algorithmen analysiert werden, dass Muster daraus entstehen, die auch für die Zukunftsvorhersage genutzt werden und dass dadurch unsere Freiheit, auch unsere Individualität an manchen Stellen eingeschränkt werden kann. Und habe das so als konstruktiv-kritische These verstanden, über die man einfach nachdenken muss. Ein Thema, das in der heutigen Zeit viele bewegt. Und das kommt beim Publikum an. Ich fand den Vortrag sehr inspirierend, weil Frau Meckel nicht nur eine unglaublich intelligente Frau ist, sondern sie hat auch noch Charme und sie ist freundlich und sie ist nahbar. Außerordentlich positiv überrascht. Sie hat ein Panorama von unterschiedlichsten Facettierungen dieses Themas entfaltet, das mir zeigt, dass hier eine jahrelange Beschäftigung mit diesem Thema im Hintergrund stehen muss. Ich glaube, dass diese These von der Berechenbarkeit des Menschen sehr wichtig ist, aus einem ganz einfachen Grund, damit die Berechenbarkeit des Menschen keine Wahrheit und keine Wirklichkeit wird. Wir brauchen die Dystopie, wir brauchen das Schwarzbild, damit wir uns davon abstoßen können und damit wir wissen, in welche Richtung wir gerade nicht marschieren wollen. Und so habe ich mir Meckels Vortrag verstanden. Gedankenlesen ist nicht mehr Science Fiction. So die Prognose von Miriam Meckel. Sie sieht eine zukünftige Entwicklung in der Verbindung von digitaler Technologie und Neurowissenschaften. Mancher Zuschauer sieht dies allerdings skeptisch. Daraus ergab sich folgende Wette. Wir haben jetzt einen Deal. Das Jahr 2025 ist das Entscheidungsjahr. Ich habe gesagt, da gibt es sozusagen schon die ersten Formen der Computer-Hirn-Schnittstelle, Implantate. Und mein Herausforderer glaubt das nicht. Und jetzt schauen wir mal. Und ich hoffe, dass wir dann im Jahr 2025 die Kiste Champagner von ihm zu mir bringen werden. Eine gewagte Prognose. Nun heißt es abwarten, ob und wann die Technik unsere Gedanken lesen werden kann.